Ich darf darauf aufmerksam machen, es gibt keine Forderung für die Unterbrechung, aber ich komme der gerne nach und dass wir eine kurze Stehpräsidiale abführen dürfen, die Klubobleute, Klubobfrau und Klubobleute zu mir bitten. Also der Karfreitag, die von der Regierung vorgeschlagene Regelung hat jetzt die Wogen ordentlich hochgehen lassen. Auslöser war der Umstand, dass der Initiativantrag, der Gesetzesvorschlag der Regierung den Clubs erst gestern um 23.54 Uhr zugesandt wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf die Sitzung wieder aufnehmen. Ich darf auch noch mal erklären, warum ich mich zur Geschäftsordnung anmerken, dass Clubmannschaft das Leitfeld nicht gemeldet habe. Ich habe das einfach zur Kenntnis genommen, hätte aber ganz klar auch formuliert, dass ich aufgrund der aktuellen Debatte auch in der Medienöffentlichkeit natürlich interessiert bin, dass das Parlament diese Debatte auch zeitnah durchführt und ich hätte den Tagesordnungspunkt nicht von der Tagesordnung genommen. Aber ich werde mich selbstverständlich das nächste Mal erklären, wenn es darum geht, hier auch auf die Anmerkungen der Klubobleute und der Stellvertreter auch zu reagieren. Wir haben jetzt nichts anderes getan als Gerechtigkeit geschaffen, dass alle gleich viele Feiertage haben und zusätzlich im Rahmen des bestehenden Urlaubsanspruches kann jeder künftig einen Tag als persönlichen Feiertag in Anspruch nehmen. Dies haben wir auch mit einem einseitigen Rechtsanspruch für die Arbeitnehmer ausgestattet, meine Damen und Herren. Und Herr Kollege Loacker, wenn Sie die Urlaubsverwaltung hier als Strapaz anführen, dann muss ich glaube ich sagen, und das wird Ihnen auch der Kollege Schellhorn bestätigen, jeder Unternehmer und jedes Unternehmen hat heute eine moderne Aufzeichnung von Urlaubsverwaltungen, wo man das wahrscheinlich auch perfekt einbinden kann. Und ich stehe auch nicht an, und das sage ich als Vertreter der Wirtschaft, dass es uns wichtig war, dass wir einen vernünftigen Kompromiss und eine salomonische Lösung hier eines komplexen Sachproblems auf den Tisch legen. Und es liegt einfach nun ein ganz klarer Plan vor, auf dem Tisch, der einerseits die Wirtschaft nicht überfordert und damit auch die Arbeitsplätze sichert und die notwendige Rechtssicherheit für die Menschen in diesem Land für die freie Religionsausübung gewährleistet. 96% der Menschen ändert sich nichts. Ich berichte hier tatsächlich. Den persönlichen Feiertag hat es bisher für niemanden gegeben und den gibt es jetzt für alle Betroffenen, also ändert sich es für 100%. Der Punkt ist aber der, ihr habt jetzt was gemacht, was die Wirtschaft total belastet. Und das möchte ich jetzt schon einmal sagen. Ja, nein. Ja, aber ich darf es erklären. Ja? Das sind 4 Seiten Bürokratie. Das sind die Mitarbeiterdaten. Das sind Mitarbeiterdaten, die jeder Unternehmer ausfüllen muss. Wenn ich jetzt einen Betrieb habe wie den meinen, ist ein Gastronomiebetrieb. Der Küchenchef sagt zu mir, weißt du was, ich nehme am 31.12. Urlaub. Das ist mein persönlicher Urlaubstag. Ich kann ihm nicht verwehren. Ja, schön. Schön. Richtig geregelt, richtig für die Unternehmer geregelt. Das heißt jetzt, neben dem bürokratischen Aufwand, wie zum Beispiel bei der Kollegin Nies, wenn einer 5.000 Mitarbeiter hat, dann hat er 5.000 einzelne verschiedene Urlaubsanträge wahrscheinlich. Feiertage, der persönliche Feiertag. Das wird dann zum Problem. Und das wird dann zum Problem, dass Unternehmer auch unter Druck gesetzt werden können. Glaubt man das? Das wird so sein. Weil dann wären die da drüben, würden sie ihren Job nicht machen. Und das wird am Rücken der Unternehmer ausgetragen. Und das ist das Kernproblem. Es wird am Rücken der Unternehmer ausgetragen. Und wenn da wer sagt, und wenn es der Bundeskanzler ist, es betrifft 96% der Bevölkerung. Es betrifft 100% und es betrifft 100% der Unternehmer. Es betrifft 100% der Unternehmer. Und das ist es. Und ihr habt da mitgestimmt, ohne zum Nachdenken. Ich verstehe euch nicht. Ihr habt das gemacht, dieses Gesetz. Mit Rechtschreibfehlern noch dazu. Nein, eines muss man sagen. Das ist völlig daneben gegangen.
ein klassisches Beispiel. Du bei deinem Skilift, reg dich auf mit deinem Skilift. Der Karfreitag fällt, du kannst zusperren. Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Wir gelangen nun zur Abstimmung der Tagesordnungspunkte 6, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 499 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hier zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit und somit angenommen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 7. Das ist der Entwurf betreffend eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitsruhegesetz, das Bäckereiarbeiterinnengesetz, das Feiertagsruhegesetz sowie weitere Gesetze geändert werden in 500 der Beilagen. Hierzu liegt ein gesamtändernder Abänderungsantrag der Abgeordneten Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen vor. Ferner haben die Abgeordneten Hauptner, Schartl, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag eingebracht. Ich werde daher zunächst über den erwähnten gesamtändernden Abänderungsantrag, anschließend über den erwähnten Zusatz- bzw. Abänderungsantrag und schließlich über Titel und Eingang des Gesetzesentwurfs abstimmen. Die Abgeordneten Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen, haben einen gesamtändernden Abänderungsantrag eingebracht. Wer sich hierfür ausspricht, bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit und somit abgelehnt. Die Abgeordneten Hauptner, Schartl, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betreffend Artikel 1 bis 5 eingebracht. Und ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die sich hierfür aussprechen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit und angenommen. Schließlich komme ich zur Abstimmung über Titel und Eingang des Gesetzesentwurfs in der Fassung des Ausschussberichtes. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür ihre Zustimmung erteilen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Und ich bitte jene Damen und Herren, die auch in der dritten Lesung zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit, somit ist der Gesetzesentwurf in dritter Lesung angenommen. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Lorca, Kolleginnen und Kollegen, betreffend gleiches Recht für alle am Karfreitag. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit und somit abgelehnt. Wir gelangen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 8. Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 501 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen.